Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen in ZUSI 3. Wir fahren heute den Dieseltriebzug der Baureihe 650 und heute den Zug HZL 88041 auf der Wutachtalbahn von Leipferdingen bis nach Riedöschingen. Nächster Halt ist Leipferdingen. Aktuelle Höchstgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer. Ja, und ihr habt es bestimmt schon gehört, die SIFA ist heute eingeschaltet. Ja, in ZUSI 3 ist das einfach ein Muss. So, wir halten schnell an. Und dann wären wir hier im Bahnhof von Riedöschingen. Wir öffnen die Türen auf der linken Seite, lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. So, circa 20 Sekunden sollen sie haben. Obwohl unsere Abfahrt ist eigentlich für 51 geplant, also können wir noch ein bisschen länger stehen. Geplante Ankunft war 9.50 Uhr, haben wir ja auch mehr oder weniger überpünktlich eingehalten und 51 ist Abfahrt. Der nächste Halt ist dann im Blumenberg Zollhaus um 9.56 Uhr. So. Gleich müsste dann auch die grüne Kelle erscheinen. Zumindest in ZUSI ist das immer so. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir hier wirklich einen Zugbegleiter dabei haben oder nicht. Die erscheint dann jetzt gleich am Bildschirmrand. Oder sollte zumindest am Bildschirmrand erscheinen. Ungefähr jetzt eigentlich. Okay. Wir verriegeln die Türen und weiter geht's. Dürfen 80 Stundenkilometer gefahren werden. Im Fahrplan stehen schon die 60 für den nächsten Gleisabschnitt drin. Da müssen wir nun aufpassen. Also die 60 sollten dann ungefähr ab dem Streckenkilometer 57 gelten. 47, sorry. Und da wir jetzt hier noch bei 49,5 sind, haben wir noch gut 2,5 Kilometer. Ja, die Baureihe 650 ist in der Regel ein relativ leiser Triebzug und auch bekannt als Stadler RS1, also Regio Shuttle. Ein Fahrzeugunternehmen aus der Schweiz. Bahnhof ist auch geschlossen. Bahnübergang ist geschlossen. Der Bahnhof hoffentlich nicht. So, 48,0. Einen Kilometer haben wir noch. Dort vorne kommt auch schon die Langsamfahrtafel. Da können wir schön auf Leerlauf stellen schon. Und wir bestätigen die Tafel.
Also so richtig bremst der Triebzug erst in der zweiten Bremsstellung. Die Siefer nicht vergessen. So, die Vorsignaltafel gilt wie ein rotes Signal. Was heißt nicht wie ein rotes Signal, sondern ein Vorsignal, was Halt ankündigt. Und demzufolge haben wir auf unter 40 Stundenkilometer abzubremsen. So, hier kommt jetzt sogar nochmal eine LF-Tafel für 30 Stundenkilometer. Überall noch Handweichen. Ja, das ist die Siefer. Die ist ein bisschen sehr laut. Das müsste dann jetzt hier der Bahnhof Blumberg-Zollhaus sein. Ja, genau, das ist er auch. So, und wie es scheint, geht es dann für uns in die andere Richtung weiter. Die Passagiere dürfen dann hier aussteigen. So. Den Führerstand schnell gewechselt. Kurz das Horn ertönen lassen. Es ist 9.56 Uhr. Somit dürfen wir aus dem Bahnhof Blumberg-Zollhaus abfahren. Wir haben jetzt hier in dem Moment einen Zeitsprung drin gehabt. Den nimmt das Spiel automatisch vor. Aber irgendwie wollen die scheinbar noch nicht so recht. Ja, wir fahren heute für die Hohenzollerische Landesbahn AG. Oh, Befehl. So, okay, Triebfahrzeugführer, Zug 88041. Sie dürfen ohne Ausfahrsignal aus dem Bahnhof Blumberg-Zollhaus ausfahren. Sie müssen bis zur Erkennung der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 Stundenkilometern fahren. Wird gemacht. Okay, und weiter geht's. Wir durften hier ja nur 30 fahren, dann sollten wir die auch einhalten. Die Siefer nicht vergessen. Das ist heute mal eine ziemlich kurze Fahrt. Eine einfache Pendelfahrt, könnte man sagen. So. Und ab dem Streckenkilometer 46.1 dürfen dann noch wieder 40 Stundenkilometer gefahren werden. Gesehen.
Da kommt schon die nächste. 47.0. Ja, dann dürfen wir wieder schneller fahren. Vorerst mit 40. Die Sifa. So, nächster Halt, dann Riederschingen. Ja, der Triebwagen beschleunigt ziemlich schnell. Ich wollte eigentlich nur die 40 halten. Zollerische Landesbahn AG. Ja, das sind so die einzigen Dieseltriebwagen, die hier, glaube ich, fahren. Hier die Rautentafel und jetzt kann hier schneller gefahren werden. So steht es zumindest im Fahrplan. 49. Ja, der Bahnhof kommt dann bei 50. Da können wir auch gleich wieder abbremsen. Sifa ist aber auch echt laut, also das ist ungewöhnlich. Kenne ich aus dem TS ein bisschen anders. Wer weiß, welches Spiel oder welche Simulationssoftware da wohl genauer ist. Ich bedanke mich erst einmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und in dem Sinne sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß auf meinem Kanal.